Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute wollen wir's wissen. Heute interessiert uns mal die Magie von solchen Pulsmotoren, die nach Bedini-Prinzip aufgebaut wurden. Magie deswegen, weil mir 2012 ein amerikanischer Soldat aus Darmstadt nahegelegt hat, die Mystik, soweit es geht, hierbei rauszuhalten. Ja gut, halte ich Mystik mal raus, aber ich denke, Magie ist in Ordnung. Nachdem wir diese Magie dann verstanden haben oder zumindest gesehen haben, werden wir auch das erweiterte Funktionsprinzip des REMF-Chargers, was ja auf Bedini-Pulsmotortechnik basiert, auch ein bisschen besser verstehen. Da haben wir auch ein schönes Experiment vorbereitet, was das schön demonstriert. Dann gibt es eine kleine Übersicht über die erste Serienproduktion von Universal-REMF-Chargern, die alles Mögliche laden können, bis hin zu ganz ausgefallenen crazy Pulsmotor-Versionen à la Bedini, sowie das ein oder andere theoretische Infomaterial dazu. Viele von euch werden jetzt bestimmt sagen, ach, schon wieder Bedini, haben wir das nicht langsam mal durchgekatscht? Ich sage, nein, noch nicht so richtig, das ist ja erst der Anfang dessen, was es zu verstehen gilt, um richtig, richtig geile, naturrichtige Technik benutzen zu können. Und da ja jetzt die meisten Menschen mit Elektroautos, Elektrofahrrädern und so weiter beginnen rumzuhantieren, denke ich, ist das kein schlechter Zeitpunkt, jetzt gleich die nächste Stufe mitzuliefern für diejenigen, die wollen. Was ich mit nächster Stufe meine, ist Folgendes. Wir haben hier einen Bedini-Motor, und zwar diesmal mit Sonospule gewickelt. Ne, solche Lüfter gibt es auch. Anfangs dachte ich, mit dieser Anordnung würde kein Bedini-Motor funktionieren, aber auch wenn man hier zwei Drähte draufwickelt, einen Power- und einen Triggerdraht und eine Bedini-Schaltung anschließt, funktioniert das Teil. Ja, jetzt habe ich den vor ein paar Jahren gebaut und habe hier die Schaltung vergossen. Das heißt, ich habe dann nicht mehr rausbekommen, wo hier Plus und Minus als Output rauskam. Und so ist diese ganze Basis zu dem Video hier eigentlich entstanden. Ich wollte also rauskriegen, wo ist hier Plus und wo ist hier Minus. Einer von den beiden ist Plus und einer von den beiden ist Minus, von dem Grünen und dem Weißen. Und normalerweise, wenn man da jetzt richtige Profi-Ahnung von Elektrik hat oder auch Grundahnung, schaltet man hier auf einen Voltmessbereich, dass man Spannung messen kann, und dann dreht man das Ding einfach an und misst die Spannung, gell? Okay, ziemlich sehr, sehr wenig, und jetzt mal einen Messbereich höher. Also minus 240 Millivolt kommen hier raus. Ne, langsam steigend. 250, 260. Ja. Aber das Kraut macht es nicht fett. Ne, gerade mal ein Viertelvolt und zudem hier vorne auch noch verkehrt angeklemmt. So, wenn wir das so richtig betrachten. Ne? Okay, schalten wir also wieder aus. Und wir haben ja jetzt gewusst, dass hier drüben jetzt das Minus wäre, sozusagen, und hier drüben das Plus. Stinknormal elektrisch bewanderte Leute, so wie ich einst das auch gewesen bin, würden jetzt aufgeben, würden jetzt sagen, was will ich mit einem Viertelvolt anfangen? Kannst da gar nichts damit machen. Nur die einen richtig an der Klatsche haben, würden da jetzt eine LED versuchen dran anzuschließen, die mindestens 1,6 Volt bräuchte, zumindest diese roten LEDs, und die blauen sind dann so bei 2,5 Volt, 3 Volt, so halbwegs ordentlich da, und die gelbe irgendwas in der Mitte. Wollen wir mal gucken, was die rote LED sagt. Da ist hier drüben Plus und hier Minus, also klemmen wir das jetzt einfach mal an und probieren das einfach mal aus Jux und Dollerei. Anwerfen. Also ich sehe hier noch nichts. Vielleicht sehen wir was, wenn wir das Licht ausmachen. Immer noch nichts. Leuchtet da schon was?
Oh, ganz leicht. Ne? Seht ihr es? Ganz, 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 ganz leicht leuchtet die LED. Und das ist eigentlich schon verwunderlich, wenn man bedenkt, dass wir nur 0,25 Volt laut dem Messgerät hier rausbekommen aus diesem Teil. Geile Scheiße, wird man sich jetzt vielleicht denken, ne? Da kriegt man so eine LED, die erst wirklich so bei 1 Volt kommt oder 0,5, ne, nicht einmal. Also 0,7 Volt braucht es mindestens, um überhaupt die Diodenflussrichtungsspannung oder wie das heißt zu überbrücken, ne? Also unter 0,7 Volt dürfte da gar nichts gehen. Und sie leuchtet schon ein kleines bisschen. Ist das nicht toll? Ja. Okay, jetzt wollen wir mal gucken, was jetzt die Spannung sagt, wenn wir jetzt mit der LED die Spannung messen. So. Plus ist an Plus angeklemmt, Minus an Minus angeklemmt. Und das Messgerät sagt auf einmal 1,23 Volt. Aber what the fuck? Da ist wie nur ein Minus davor. Jetzt beginnt's mit der Magie. Okay, also die LED leuchtet ein ganz, 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 ganz kleines bisschen mit der vorherigen Spannung, die wir gemessen haben. Und jetzt haben wir praktisch das Messgerät parallel dazu angeklemmt. Auf einmal messen wir minus 1,22 Volt. Das heißt, die LED leuchtet mit einer negativen Spannung von 1,22 Volt. So, bei mir beginnt es im Kopf schon wieder völlig durcheinander. Okay, nochmal zurück. Jetzt habe ich das eine abgeklemmt. Nochmal. Und Tatsache, das sind unsere 0,2 Volt wieder, oder besser gesagt. Was hat Overload? Ja, 200. Ja, der eine ist ziemlich locker dran. Ja, 220, 230. Aber wieso ist denn jetzt schon wieder ein Minus davor? Hä? Jetzt ist hier auf einmal das Minus. Aber in dem Messbereich ist alles in Ordnung, oder wie? Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Ich schalte um auf den Messbereich eins weiter runter und jetzt passt es auch, ohne dass ich was geändert habe. Hier wieder 300 Millivolt. Also, das Sprichwort, wer misst, 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 trifft nirgends so gut wie bei so einem Bedini-System. Wenn man da alleine irgendwie mit der Spannung versucht, irgendwie eine Aussage darüber zu treffen, was das Ding kann. Gut, ihr habt die Magie jetzt live gesehen, was mich dahin zieht. Und um dem Ganzen noch eins draufzusetzen, vertauschen wir jetzt einfach mal die Polung. Ne? Jetzt machen wir praktisch ja, eins plus den Minus und ein Minus den Plus von den LEDs her. LEDs gehen ja nur in eine Richtung. Normalerweise. Gut, um die Verwirrung komplett zu legen. Et voilà. Tja, da ist man baff, oder? Also ich war es zumindest. Und ich bin froh, dass ich diesen kleinen, eigentlich relativ uneffektiven Bedini gebaut habe. Ihr seht, das sind drei LEDs, da kommt man vielleicht so auf 10 Volt maximal. Und als Quelle haben wir ja schon 3,7 Volt oder 4 Volt. Und das ist für ein Bedini eigentlich ziemlich schwach, nur das Doppelte oder ein bisschen mehr als das Doppelte an Spannung rauszubringen. Aber dadurch man am Anfang so völlig verwirrt wird, wenn man da versucht, die richtige Polung rauszufinden, habe ich gedacht, das ist als Anschauung
dieses negativen Strompulses, der im Endeffekt dafür sorgt, dass die Dinger leuchten, so ein bisschen begreiflich zu machen. Auf einem Oszilloskop sieht man natürlich die negativen Spannungsspitzen, aber so ein normales Multimeter ist ja kein Oszilloskop. Aber das haben ja die meisten Elektriker und versuchen dann damit, ja, Sachen zu machen. Aber wer da noch ein bisschen mehr von der Technik weiß, der kann dann auch andere Sachen machen. Und natürlich kann man nicht nur LEDs damit betreiben, sondern auch Akkus laden. Hier habe ich jetzt meinen Kondensator eingebaut, einen 10 Volt 2200 Mikrofarad Kondensator. Sogar High Power LEDs gehen damit. Und das gar nicht mal so verkehrt, finde ich. Na gut, okay. Ist jetzt nur eine Demonstration dazu, dass es eben nicht nur LEDs betreibt, sondern dass es auch richtig so einen Kondensator mit Energie vollhauen kann. Und das wird ja wichtig, wenn es ums Akkuladen geht. So ein Akku ist ja was Ähnliches wie so ein Kondensator. Wo wir gleich beim RMF-Charger wären. Praktisch der ausgereiften Version, dass man mit dieser Zusatzoption, dieser negativen Energie, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, auch Batterien richtig fit bekommt und auch mit Kapazitätssteigerung im Gegensatz zu normalen Ladeverfahren. Bisher bestätigt wurden bei allen Akkuarten, die ich damit geladen habe, vom kleinen 9 Volt Block über ein Handy-Akku, über Moped-Batterie, Autobatterie, E-Bike-Akku, auch das E-Bike läuft mit RE-EMF-Ladung länger. Die Kapazität ist höher in den Akkus, wenn es mit RE-EMF geladen wird. Allerdings sollte es auf die richtige Art und Weise ankommen, wie der RE-EMF zusammengebaut wurde. Und da habe ich in der Vergangenheit keine großen Unterschiede gemacht, ob ich da einen NPN oder PNP betriebenen RMF-Charger an die Leute gebracht habe. Ja, PNP, NPN sind die Transistoren, praktisch die elektrischen Schalter hier drin, die verbaut werden. Und da gibt es in der Elektrik eben zwei verschiedene Welten. Die einen schalten in Plus durch, das sind die PNP, positiv, negativ, positiv. Und dann gibt es die NPN, die negativ, positiv, negativ, die den negativen, also praktisch in Minus. Ne? Die einen schalten in Plus, und die anderen schalten in Minus. Mehr ist es eigentlich nicht. Ne? Man muss dann halt die Bauteile immer 180 Grad verdreht einsetzen, im Gegensatz zur anderen Version. Und bisher habe ich beim Betrieb keine großen Unterschiede feststellen können. Bis ich eines Tages dieses Ladegerät an den Marcel verkaufte. Und nach geraumer Zeit, du hast schon ein halbes Jahr oder Jahr hast es schon benutzt, hat er es mir zurückgeschickt und hat gemeint, ich soll mal gucken, was damit ist. Seine Akkus werden hochohmischer damit. Damals habe ich ihm ein PNP-Ladegerät verkauft, was ich sehr selten gemacht habe. Also meistens habe ich schon NPN-Ladegeräte verkauft, weil er von sich weiß, dass er noch ein PNP-Ladegerät von mir erworben hat. Da darf mir das zurückschicken, ich rüste es ihm um, kostenfrei. Ne, so viel Kulanz muss sein, das muss ich euch schon anbieten. Wenn ich da einen Fehler gemacht habe, muss ich dafür auch gerade stehen, wenn es im Nachhinein als Fehler eben rauskommt. Und das ist es nun. Ich habe das Ding jetzt ein gutes Jahr getestet, also ein Dreivierteljahr ungefähr, habe auch andere Vergleichsbauten nur eben deswegen gemacht und habe auch mitbekommen, dass die Akkus, die mit PNP geladen werden, nicht ganz so lange ihre Kapazität halten oder besser gesagt bei Autobatterien dann doch schon eher hochohmig werden. Das heißt, die Ladeschlussspannung ziemlich schnell erreicht und wenn man so belastet, knicken sie ziemlich schnell ein. Das konnte ich nun auch bestätigen. Also die PNP-Ladegeräte waren trotzdem immer noch besser als diese normalen,
finde ich, weil damit habe ich ja auch komplett tote Akkus, wo ein normales Ladegerät nichts mehr dazu gesagt hat, regenerieren können. Aber im Vergleich zum NPN sind sie halt doch schlechter. Ne? Und da wir halt nur das Beste haben wollen und so lange wie möglich hinkommen wollen und am besten, dass unsere Batterien immer besser und besser und besser werden. Ja, ab jetzt gibt es nur noch NPN-Ladegeräte von mir. Und Marcel, deins habe ich jetzt auch auf NPN umgerüstet. Und damit, ja, müsste das normalerweise klappen, laut meinen direkten Vergleichstests. So, jetzt haben wir wieder was zum Wundern. Allerdings ist das nicht ganz so verwirrend wie mit diesem Bedini-Motor hier. Bei dem RMF-Charger haben wir als Netzteil ein 18,5 Volt Netzteil. Und durch die Widerstände, die man hier vor- und wegschalten kann, bekommt man dann immer eine leicht andere Spannung am Output, ne, sodass man da alle möglichen Akkus auch mit ein und derselben Spannungsquelle laden kann. Allerdings sollte man da aufpassen. Ne? Und das Gerät schwingt sich hoch bis 14,8 Volt. Ne, das dürften jetzt die Back-EMF-Pulse sein, die man normalerweise in der Leerlaufspannung eben so nicht mitbekommt. Das ist wie wenn man so eine Pulsweitenmodulation ziemlich runterdreht. Da misst man dann auch nur 2-3 Volt übers Multimeter, aber die Pulse, die kleinen, die da eben für die 2-3 Volt sorgen, die sind unter anderem vielleicht 10 oder 12 Volt hoch. Na, aber je weniger Pulse du da pro Zeit reinschickst, desto weniger wird auch die Gesamt-Output-Spannung. So in der Art und Weise funktioniert es auch hier beim RE-EMF-Charger, aber eben mit der kleinen Besonderheit, dass er selbst schwingt. Ne? Der ist selbst oszillierend, da muss mit keinem Timer oder irgendeinem anderen Mikrochip die Taktfrequenz vorgegeben werden. Der schwingt sich selber auf. In dem Zusammenhang kommt mir irgendwie immer das Bild von Mastgänsen in den Sinn, die so eine Zwangsfütterung bekommen, was jetzt zum Glück seit 2017 angeblich bestraft wird. Also das darf nicht mehr sein. Und so ähnlich kann man sich auch mit Akkus vorstellen, finde ich. Ne? Ohne irgendeine Kontrolle. Den Gänsen wurde da innerhalb von 2 Sekunden 2 Kilo Mais in den Magen gepumpt. Ne? Das würde unserer heutigen normalen, was heißt normalen, unserer heutigen Ladung entsprechen, wenn wir absolut keine Steuerung dahinter hätten. Ne, die nächste Version wäre dann gepulst, die Gans zu befüllen, ne, mit einem bestimmten Takt, was die heutigen Pulsladegeräte machen. Und der RE-EMF ist jetzt das erste Ladegerät, was der Gans Zeit lässt zum Schlucken. Ne, die Gans hat ja dann irgendwann mal baut sich da in Druck auf, wenn sie selber schlucken will. Ne? Und diesen Druck erkennt der RE-EMF-Charger praktisch dann, wenn die Spule gesättigt ist und schaltet immer im richtigen Moment, wenn er richtig justiert ist. Lass den Gänsen Zeit zum Schlucken, sage ich nur. Vor 1 oder 2 Monaten war es gewesen, dass ein Kunde mich anschrieb und darum bat, einen RE-EMF-Charger zu machen, der universell einsetzbar wäre. Das heißt, der alle möglichen Akkus laden kann, der nicht speziell auf eine Akkuart fixiert ist. Sowas dürfte er laden. Ja, man muss ungefähr 2 Volt mehr einstellen oder 1,5 mehr einstellen, als der Akku eigentlich hat an Spannung. Und je mehr Spannung man dann drauf gibt, desto mehr Milliampere gehen auch manchmal rein. Nicht immer. Manchmal hat man auch so einen Sweet Spot. Ich regle mal noch ein bisschen höher. Das müsste er sich eigentlich einpendeln und die Ampere müssten langsam ein bisschen höher gehen. Diesmal ein 9 Volt Block mit 200 mAh Stunden. Ja, ungefähr so 1-2 Volt über Ladeschlussspannung. Ladeschlussspannung ist ja 10,6 Volt ungefähr. Und schon bei 10,8 Volt nimmt er da schon ein bisschen was auf. Wir gehen mal noch ein bisschen höher. So, mal 100 mA können wir dem schon mal gönnen. So, bei 11,3 Volt zieht er sich 140 mA, da 200 mAh Stunden Nickel-Metall-Hydrid-Akku. Dann selbstverständlich auch normale Moped-Batterien. Die bräuchte ich jetzt nur auf 15 Volt zu stellen, dann hat sie schon 200 mA Stromaufnahme.
aber auch richtig fette Autobatterien. Jetzt hier so eine 100 Amperestunden Traktionsbatterie. Kann er einwandfrei laden. Kann ich gleich mal gucken, wo seine Grenze ist. Jetzt hört er auch schon, dass er sich anfängt mit Geräuschen zu melden. Ja, jetzt frisst er sich voll. Ja, ich glaube, wir können noch ein bisschen in Spannung hoch. Mal gucken, bis 5 Ampere können wir hier maximal. Oh, Overload. Okay, nochmal aus. Und nochmal ein. Ah, alles klar, da frisst sich voll. Okay, dann muss man hier zurückgehen. Dann kommt er hier über 5,1 Ampere. Nochmal. 3,6, 4,3 Ampere. Gut. Ja, jetzt haben wir mal eine kleinere Version dran. Die Version geht bis maximal 36 Volt und aller maximal 5 Ampere. So im normalen Betrieb 3,4 Ampere sind ungefähr möglich, bevor die interne Abschaltung losgeht. Und hier hat er sich vollgefressen. Gut, dann müssen wir erstmal mit ein bisschen weniger Spannung fahren, dass wir hier unter 1,3 Ampere bleiben. Und auch E-Bike-Akkus bis 28 Volt können mit den Dingern geladen werden, mit ausreichender Amperezahl. Ne? So ungefähr 1 Ampere habt ihr so einen 10 Ampere Stunden Akku, auch in 10 Stunden voll, über Nacht. Ja, die Universal-Ladegeräte, vom kleinsten bis zum größten, alles in einem Gerät. Ladeabschaltung kommt noch dran und eine Ist-Volt-Anzeige, die fehlt hier auch noch. Nun ist ein ReMF-Charger natürlich in erster Linie dafür gedacht, die Akkus so schnell es geht, so voll wie möglich zu bekommen mit einem ordentlichen Wirkungsgrad. Wirkungsgrade von über 100% konnte ich hier noch nicht beobachten, zu 99% ungefähr schon. Aber über die 100% ging es halt noch nicht raus. Was aber diesem Teil hier zugesprochen wird, Bedidi himself hat geredet von einem Faktor von mindestens 130%. Wenn man den mechanischen Output und den elektrischen Output eben zusammennimmt. Jetzt kriege ich das nochmal drauf, lassen wir es erstmal liegen. Und die stinknormale Bedini-Schaltung geht zwar schon ganz gut, aber sie geht noch besser. Nämlich mittels eines Read-Switches. Der Read-Switch ist jetzt in der Triggerstrecke in Reihe eingebaut, also Vorwiderstand. Und dann geht es auf den Read-Switch und von da an geht es weiter in den Motor. Was zur Folge hat, dass der Transistor richtig hart schaltet und nicht schwingt. Ne, ihr kennt das von solchen Lüfter-Bedini-Motoren bestimmt, wenn die dieses schöne Fatsche-Fatsche-Geräusch und dieses Weg jedes Mal ist eigentlich so ein Schwingen vom Transistor. Ne, dieses Weg müsste eigentlich durch ein Klack ersetzt werden, damit die Pulse so hart wie möglich kommen. Und dann ist es so, dass es am Output weniger zieht und am Output noch mehr rauskommt, als ohnehin schon. Und da wird es dann wieder interessant. Wollen wir es mal kurz starten? Die LEDs kommen schon. Wir sind ungefähr bei 17 Volt, ne, sind 8,4 Volt Akkus in Reihe und hier sind wir ungefähr bei 17 mA. Wie soll es auch anders sein bei so einem Motor, der aussieht wie ein Kuh, ist ja angeblich der 17. Buchstabe. Naja, das hier hinten ist jetzt der Output, den der Bedini bringt. Das sind 10 LEDs in Reihe und die am Anfang und am Ende parallel.
mit einem Kondensator geklettet, sonst würden die übelst flackern und übelst pulsen. Und der Lüfter dreht sich ja auch noch und die Lüfterräder sind dran und ein bisschen Luft transportiert er schon. So schaut's aus. Ja. Ja. Ein bisschen Licht ist es schon, ne? So, gar nicht so verkehrt, finde ich. Oder? Für 17 Volt und 17 Milliampere. Bei unserer ersten Version von diesem Q-Motor Bedini ist es so Pi mal Daumen, sind jetzt keine haargenauen Messwerte, aber so Pi mal Daumen, eben so, dass wir ungefähr mit 17 Volt die Spule mit Strom aufschlagt haben und dann hat der Read-Switch auf einmal den Strom abgeschalten und das, was in der Spule gespeichert war, ist rückwärts geflossen. Die Back-EMF-Spannung, die es da kurzzeitig eben erreicht, ist so ungefähr bei 70 Volt. Sagen wir jetzt mal, kann auch so bei 100 Volt ungefähr liegen, aber dass wir also mal so ungefähr so einen Anhaltspunkt haben, ne, ungefähr so 70 Volt. Ne, zwischen hier der Nulllinie und den minus 70 Volt, wo die Spitze ganz unten eben hinlangt. Ne, wenn man jetzt einen Conti ranhängen würde, würde der ungefähr mit der Einstellung den Conti bis 70 Volt laden. Die LEDs, die wir vorhin dran hatten, waren ja 10 LEDs in Reihe. Das heißt, 30 Volt haben die LEDs gebraucht. Und ein paar Milliampere haben die auch gefressen, waren hier ungefähr der Hälfte. Und somit hat es mit dieser ersten Version funktioniert. Das kann man jetzt auch noch ein bisschen pimpen, wenn man möchte. Hier habe ich im Endeffekt nur zwei Statoren bewickelt, die powern. Und die anderen zwei Statoren sind als reine Generatorspulen geblieben. Der hat dann auch nur eine Drehrichtung. Also wenn ihr den dann bastelt, könnt ihr den nur in eine Drehrichtung andrehen. Falls ihr die Drehrichtung verwechselt habt, müsst ihr einfach Power und Trigger jeweils einmal tauschen. Die nächste Version, die das Ganze noch etwas verbessert, ist dann die PNP-NPN-Kombination, wo ein PNP-Transistor und ein NPN-Transistor in Kombination zusammenarbeiten. Hier habe ich 4 Statoren bewickeln können, weil er 8 Statoren hat und deshalb 8 Magnete hat. Deshalb ging das hier ganz gut. Und die PNP-NPN-Wicklung habe ich 4 Drähte mit einmal genommen und die dann alle mit einmal gewickelt. Aber der theoretische Hintergrund hier ist jetzt folgender. Ja, unser NPN-Bedini hat einmal einen Back-EMF, der bei einer Eingangsspannung von 28 Volt ungefähr so hier bei 200 Volt Pi mal Daumen liegt und auch der PNP-Bedini hat eine Spannungsspitze, die er raushaut, die ungefähr bei plus 200 Volt liegt. Und komischerweise lösen sich diese zwei Wellen nicht auf. Ne, so normal denkender denkt jetzt, na gut, das subtrahiert sich ja, da dürfte ja gar nichts rauskommen. Das Gegenteil ist der Fall und zwar addieren sich die zwei Spannungen und am Output kann man da bis zu 400 Volt eben rausbekommen bei einem Input von 28 Volt. Und da wird es dann, ja, geht es dann weiter mit den interessanten Tatsachen.
Das ist jetzt so ein Teil. Da ist nochmal eine extra Wicklung auf die restlichen Statoren bekommen. Und die restlichen Statoren, die rein Generatorwicklungen, laden wir jetzt hier einen Lithium-Akku. Eine RMF-Charger noch dazwischen geschalten, dass der praktisch nicht nur mit diesen Pulsen in der Herzzahl des Bedinis geladen wird, sondern dass der schöne Hochfrequenzpulse bekommt. Hier vorne ist der kleine RMF-Charger, der praktisch nach dem Output vom Bedini, nach dem Output der Generatorspulen nochmal zwischengeschalten ist. Und der Output der negativen und der positiven Spitzenhalbwelle, ne, nach dem Abschalten, werden hier in dem Kondi gespeichert. In so einem 250 Volt, 330 Mikrofarad Kondi. Den habe ich ziemlich klein ausgelegt, aber deswegen, weil mein Transistor auch nur bis maximal 100 Volt schaltet, da hatte ich zu der Zeit nichts anderes da. Im Leerlauf darf ich das Ding nie laufen lassen. Da muss immer eine Last am Ausgang dranhängen, wie jetzt hier zum Beispiel mein großer Zauberstab, mein erster Zauberstab, den ich gebastelt habe. Das sind alles Nickel-Metall-Hydrid-Zellen, winzige, alle in Reihe, dass du ungefähr auf 70 Volt kommst. Und jetzt kriege ich Besuch, so wie es sich anhört. Oder? Nee, ich kriege keinen Besuch. Okay, dann können wir weitermachen. Ja, das sind 60 von den Zellen. Nee, warte mal, 60. Doch, 60 von den Zellen in Reihe. Dass ich ungefähr so auf 72 Volt Nennspannung komme. Und wenn sie geladen werden, haben sie so bei 90 Volt Ladeschlussspannung, Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Und das geht relativ flott, muss ich sagen. Wir gucken nochmal auf die Stromaufnahme, die er hat. Mal gucken. So, da muss ich ja auch anklemmen. Um die 50 mA Stromaufnahme. Der RMF-Charger blinkt den Lithium-Akku hier hinten voll. Und die Output-Pulse gehen hier auf den Akku. Da klemme ich mal, kann ich das jetzt überhaupt? Ach nee, jetzt habe ich die Batterie aus meinem Messgerät hier dafür verwendet. Na gut, ich lasse mal jetzt so 5 Minuten rödeln, 5 Minuten laden, weil ich nicht weiß, ob die geladen oder entladen war. Die habe ich jetzt bestimmt einen Monat nicht mehr benutzt. Und dann probieren wir es mal aus. Ein bisschen geladen hat, lustigerweise 77,7 Volt exakt. Und mal gucken, was es für ein Licht macht. Das sind jetzt alles LEDs soweit in Reihe geklemmt, bis zu der Stelle hier ungefähr. Und wie viel sind das? 10, 20, ungefähr 26, 3 Volt LEDs in Reihe. Ja, dass wir mit den 70 Volt hier ungefähr auskommen. Und angesteuert werden sie mit was? Was soll es anders sein? Mit einem RMF-Charger. Denn auch hier kann man die Back-EMF-Pulse ganz gut benutzen. So. Haben wir aus alles. Und ja, ist doch ganz schönes Licht, würde ich sagen, oder? Man kann hier natürlich auch noch aufdrehen, mal richtig hell machen. Ja. Doch. Ja, und in der Leuchtstärke müsste es jetzt so um die 10 Stunden leuchten. Natürlich noch viel länger, nur mit der Leuchtstärke hier geht es 10 Stunden. Wie lange das im Endeffekt leuchtet, muss ich mal herausfinden. 6 Tage habe ich es schon mal angelassen. Da hat es immer noch so weit geleuchtet, dass man im Raum ein bisschen was gesehen hat. Also dank dem RMF-Charger und dem Rumgepulse kann man das hier echt lang betreiben. Zu guter Letzt mal noch ein bisschen Theorie. Das, was jetzt folgt, habe ich von Rick Friedrich gelernt. Der hat ja zu Lebzeiten Bedinis auch mit ihm zusammengearbeitet und betreibt das nach wie vor. Und bei ihm gucke ich eigentlich sehr, sehr gern vorbei. Da kann man immer wieder ein bisschen was Neues lernen. Er hat sehr, sehr lange Vorträge, 1-2 Stunden lange Vorträge und mehrere auf seinem Kanal. Verlinke ich alles mit hier unten. Und das, was mir mit am besten gefällt, ist das mit dem selbstsüchtigen Zirkus, so wie er die normale Technik genannt hat. Das ist jetzt sozusagen unsere normale Technik, wie wir sie bisher verwenden. Die Quelle, unser Verbraucher, hier wird eine Spule dargestellt. Und falls die Spule gepulst betrieben wird, werden die
Back-EMF-Pulse in das eigene System zurückgeleitet, also in die eigene Quelle zurückgeleitet. Also deshalb selbstsüchtiger Zirkus. Ne? Alles, was an Energie generiert wird, geht im eigenen System wieder zurück. Demgegenüber steht jetzt der liebende und dankbare Pfad, oder der gebende und dankbare Pfad, glaube ich. Loving and Giving Path ist der liebende und gebende Pfad. Ne? Dankbar ist er aber trotzdem. Und da haben wir genauso einen Verbraucher, der 12 Volt verbraucht, genauso eine Freilaufdiode erstmal oben drüber. Aber bei der Batterieverschaltung wird es interessant. Da haben wir hier zwei Akkus in Reihe. Und der Akku, da ist Minus und Minus zusammengeschalten. Die Spannung von 12 Volt wird von der Spannung, die 24 Volt ist, subtrahiert. Und deshalb bleibt im Endeffekt hier oben eine Spannung von 12 Volt, wo man diesen Verbraucher betreiben kann. Der Gimmick bei der Sache ist jetzt, dass die Batterien natürlich sinken, aber die Batterie dafür steigt. So könnte man das ungefähr darstellen. Hier haben wir eine Batterie namens Knut. Die ist ungefähr noch bei 11 Volt, also eine 12 Volt Batterie. Ne? Die ist ungefähr noch bei 11 Volt und bei 11 Volt ist so eine 12 Volt Bleisäurebatterie schon ziemlich knapp am Abkacken. Ne? Das heißt, die Lampe leuchtet gerade noch so und Knut steht mit dem Gesicht zur Wand in der Ecke drin, ja, und weiß jetzt gar nicht richtig, was er machen soll. Ne? Wenn das so weitergeht, geht er kaputt und die Lampe ist aus. Solange er selbstsüchtig weiterhin das betreibt, also versucht zu betreiben. So, dann kommen aber seine Kumpels. Und zwar die Gudrun und der Uwe. Die Gudrun, die ist richtig fit. Die ist heute früh schön fit aufgestanden, hat auch nur schöne Sachen erlebt, ist voll geladen. Die ist bei vollen 13 Volt. Die grinst auch richtig. Und der Uwe, naja, dem geht so lala. Ne? Nicht so richtig schlecht, nicht aber so richtig gut. Er macht halt was mit. So, und im Verbund mit der Gudrun hängt er sich jetzt an den Knut dran. Verkehrt herum, aber. Ne? Und somit können die jetzt gemeinsam die Lampe betreiben bei einer Spannungsdifferenz von 14 Volt. Das heißt, die Lampe leuchtet viel, viel heller auf und nebenbei wird Knut geladen. Ne? Noch ist Knut bei 11 Volt und Gudrun ist guter Dinge und Uwe ist so lala. Aber im nächsten Level ist Knut schon bei 12 Volt. Die Gudrun wird schon ein bisschen erschöpft von vielen Arbeiten zusammen. Und der Uwe hat jetzt gar keinen Bock mehr. Der ist jetzt bei 11 Volt. Und auch hier oben ist dann die Spannungsdifferenz geringer geworden. Und da wäre dann wieder der Zeitpunkt, wo sie wieder einmal tauschen müssten. Und das passiert in dem Schritt hier. Hier stellt sich Uwe an die Wand und guckt die Wand an. Der Knut ist wieder guter Dinge. Also hier habe ich ein bisschen übertrieben. Ich glaube, Knut wird nicht komplett grinsen, er wird nicht proper voll sein, aber zumindest wird er genauso eine Stimmung haben wie die Gudrun. Also Knut wird ungefähr bei 12 Volt sein, also 13 Volt ist jetzt sehr euphorisch dargestellt. Dafür habe ich den Uwe aber richtig runtergezogen auf 10 Volt. Ne? Aber das zeigt schon mal, dass man mit dieser Anordnung im Rotationsprinzip mindestens ein Drittel mehr rauskriegen kann. Weil ja die Batterie, die mit dem Gesicht zur Wand steht, immer wieder geladen wird. Also das entlädt sich auch irgendwann, das System. Das geht nicht ewig, denke ich. Und ja, mit normalem Verbraucher entlädt sich's. Wollen wir es mal so ausdrücken, weil aus dem Grunde mache ich ja dieses Gedöns hier. Weil diese Lampe ist ja jetzt genau der Knackpunkt, ne? Wie wir diese Ströme hier hin und her schaukeln. Und wenn wir es eben schaffen, diese Freilaufdiode, was hier im Originalschaltplan das immer noch eigentlich in dieselben Uhrkreislauf zurückspeist, eben outzusourcen, wie es die Bedini-Schaltung macht, ne? Dass diese Back-EMF-Diode dann noch eine Batterie lädt und hier nicht wieder zurück eingespeist wird und das hier im richtigen Pulsverhältnis hin und her geschaukelt wird, sodass hier fast keine Energie verloren geht. Ich weiß es nicht, was dann noch möglich ist.
Ne, ich weiß nur, dass Russ RWG 478, den genauen Kanal kann ich mir nicht merken, aber Russ sagt euch bestimmt was. Da war damals zu dieser Anfangspulsmotorenzeit mit am Start. Und auch er hat jetzt vor kurzem seine 2017 gemachten Videos über Bedini-Motoren wieder rausgekramt und hat sie re-upgeloadet. Also auch bei ihm scheint da irgendwas passiert zu sein, was ihn wieder in die Spur gehauen hat. Und naja, gucken wir mal, wo es uns hinführt. Hey Eddie, willst du mal gucken, was hier los ist? Der Paul hat uns besucht und hat den 1kW Bedini in Anführungszeichen mitgebracht. So ist er berühmt geworden, ja, der 1kW Bedini. Seit wie vielen Jahren gibt es den jetzt schon? Naja, Anfang des Kanals, also 3 Jahre bestimmt. 3 Jahre, ja, gut Ding will Weile haben. Erstes Video war darüber. Also naja, zum Laufen haben wir den leider noch nicht bekommen, aber zumindest schwingt er schon mal. Ja, einmal schwingen. Hm, wollen wir mal anschwingen? Ja, so klingt er. Wenn er schwingt. Ja, genau, Video. Jetzt nochmal fest. Muss noch mal unten festhalten? Ja. Hm, wollen wir mal zeigen, wie er drin aussieht. So. Gee. Du schaffst das. Jawohl, mit Schwung. Ja, wir haben jetzt erstmal nur 2 Statoren bewickelt. Und was ich noch nicht wusste bei dem 1kW Bedini, der Kern ist jetzt aus Magnetit gefertigt, also selbst gegossen. Hast ja, ne? Das ist so Epoxid-Magnetitmischung, also eigentlich Eisenpulver. Ne, also, die gibt's ja, die habe ich ja erzählt, es gibt Ferritkerne, es gibt Pulverkerne und das ist jetzt ein Pulverkern halt mit Magnetit und Epoxid hat es gegossen. Habe ich dann übergedreht und. Ja, also vollkommen selbst gemacht, das Teil sozusagen. Ja. Geil. Aber ich finde, die Statoren sind relativ harmonisch gleich groß, ne? Jawohl. Wenn man guckt. Ist dir gut erwischt. Und ein schönes eisernes Kreuz. Dann habe ich hier den Rotor gefertigt. Das ist Nylon-Material, ist das so? So ein glaube ich, sogar glasfaserverstärkter Nylon ist das. Mhm. Also würde auch hohe Drehzahlen aushalten. Ja, du hast gesagt, so bis 2000 Umdrehungen hast du es ausgerechnet. Nee, ich schätze jetzt mal so, was der. Okay. Der läuft also solche Schwingungsverlaufen. Hat hier die große Narbe in der Mitte und dann halt die Magnete hier eingegossen. Das sind 80 x 40 x 10. Mhm. Das sind 4 Stück. Die haben beide alle eine Haltekraft von jeweils 200 Kilo. Also muss man schon aufpassen, dass man den einsetzt. Wenn man den ohne Welle da reinstecken würde, würde er wohl ganz schön Mühe haben, den wieder loszukriegen. Mhm. Aber. Ist bis jetzt zum Glück noch nicht passiert. Nee, ist jetzt noch nichts anderes hängen geblieben. Und ja, wir hatten jetzt mal probiert, ne? Also mit erstmal zwei Spuren. Mhm. Weil wenn du jetzt vier bewegst, bist du ja gleich mit Kupferlack grad. Ist ja nicht billig das Zeug. Ja. Aber ich habe ja versorgt. Also er wollte schon loslaufen, ne? Mhm. Aber noch hat's nicht ganz gemacht. Wenn der 180 Grad hat, ne? Mhm. Wenn du den jetzt so baust, dann muss er ja quasi 360 Grad rum, damit er einen Puls macht. Auf jeden Fall hat er ja nur die Hälfte Power. Wenn du überlegst, einmal komplett rum oder 180 Grad mit so einem Puls, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Sein, du hast richtig Drehung. Mhm. Na, bei den Kleinen hat es einwandfrei funktioniert. Da hat es auch funktioniert, wenn ich nur 2 Stationen. Ja, weil die keinen Widerstand haben. Ne? Ja, das ist ein bisschen leichter. Ha? Die haben keine Neodym-Magneten drin. Die muss man auch erstmal überwinden. Ja. Die Teile. Und wir haben jetzt auch nur 40 Windungen drauf gemacht, ne? In Anführungszeichen, aber dafür mit 2 Nuller-Draht und 2x1er-Draht als Trigger. Aber ich glaube, Trigger, wenn wir es Bifilter wickeln, ist dann eben am besten. Wir werden rausfinden, was das Beste ist. Gerade eben hast du ja auch gesagt, eigentlich schwingt er besser. Also er hat sich ja mehr angehört, als wir es parallel entwickelt haben. Mhm, aber parallel wollte er eher loslaufen, meiner Meinung nach. Ja, das meine ich. Ja, genau. Lieber besser. Ha. Deswegen, also wenn ich jetzt überlege, ich mache die Spulen noch mal ein bisschen dicker gewickelt, also voll ausgefüllt, 4 Stück, dann bin ich ja von Triggerspannung auch gut dabei. Ja. Und habe dann ja auch, müsste das eigentlich eher so, auch vom, wenn du das überlegst, skalieren tust das Ganze,
ist das ja auch so, die Größe, hatte ich ja gesagt. Kleiner ist ungefähr 1,9 cm Durchmesser, ein kleiner Bedien. Der Stator hat jetzt, glaube ich, 19 oder 20 cm Durchmesser, also laut Faktor 10. Aber was mich da wundert, wir müssen doch dann auch so viele Windungen draufkriegen, ne? Wenn wir uns den hier als Vergleich mal hernehmen. Bei so einem hier jetzt habe ich, na gut, da kann ich jetzt nicht auf den Stator gucken, habe ich 0,10er Draht und 0,9er und habe aber 260 Windungen drauf bekommen. Und wenn man das 10 mal hochskaliert, hätten wir ja hier theoretisch auch so um die 100 Windungen draufkriegen müssen. Na, du musst aber mit der Drahtlänge rechnen, glaube ich. Ja, irgendwie ist es nicht ganz so einfach. Ich weiß es nicht. Also ich schätze mal, das wird wieder irgendwas sein mit Volumen und Länge. Ne, weil es ist ja so, wenn ein Elefant von 2 Meter hoch fallen lässt, dann ist der im Eimer. Aber so, ja. Wenn eine Ameise von 1000 Kilometer fallen lässt, dann macht das der nichts aus, weil einfach der Panzer kann sein Körpergewicht viel besser tragen, weil einfach das sich anders skaliert. Du kannst ja niemals einen Elefanten bauen, der so aus den gleichen Materialien ist wie eine Ameise und genau auch das Zehnfache hält. Das wird nicht funktionieren. Das stimmt. Von der Masse her. Ne? Das sind zwar krasse Vergleiche, aber ja, Paul hat schon recht. Ja. Es wird ja alles schwerer und dicker und. Aber wir sind auf einem guten Weg. Es geht jedenfalls voran in großen Schritten. Ja. Bin gespannt, wann das erste Auto mit dem Bedini läuft. Ja. Bedini Scooter 2.0. Herrlich. Schön. Na dann, bis später.